Hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf dem Kanal. Ich möchte euch heute gerne eine Karte zur Einschulung zeigen. Mir schwirrte da so ein bisschen was durch den Kopf, beziehungsweise ist das ein Auftrag von meiner Schwägerin gewesen. Ja, sie hat, glaube ich, jetzt gefallen. Wie sagt man? Ja, ich habe ihr. Das war so, ich mache eine kurze Geschichte. Mein Bruder brauchte, glaube ich, eine Trauerkarte und ja, statt man mich fragt, ist er durch den Laden gegangen und hat sich gewundert, warum die so teuer sind. Ne? Ja, und da habe ich ihm gesagt, ja, ich bin doch an der, ihr seid doch bei mir an der Quelle. Wieso fragt ihr mich denn nicht? Ne? Weil die Karte kostete, eine ganz normale Karte, glaube ich, 4 Euro. Und war nichts Besonderes, ne? Shishi. Ja, und jetzt, ja. Kommen sie an und wollen Karten haben und so weiter und so fort. Und darüber freue ich mich einfach. Dann kann ich endlich die Sachen quasi, die ich schon mal gebastelt habe, vorstellen und so weiter und so fort. Egal. Wir kommen zurück hier zu dieser Einschulungskarte. Ich habe mir so ein bisschen meine Gedanken gemacht, habe sie natürlich gefragt. Mädchen, Junge, etc. Sie sagt es Mädchen. Auf jeden Fall, ja. Farbe hat es mir nicht genannt, also habe ich gedacht, komm. Ich habe mir dann ja, mir Papier rausgesucht, was ja auch zum Mädchen passt, auf jeden Fall. Ne? Wie gesagt, ich habe hier so mit Punkten genommen. Jetzt auch nicht typisch Mädchen in Rosa, aber ist alles so mit enthalten, trotz all dem. Ich habe auf jeden Fall die Grundkarte genommen. Und zwar nehme ich ja gerne solche Blankokarten, diesmal im Quadrat. Und dann habe ich ein Pearl Accent Cardstock mir rausgesucht. In diesem Fall ist das, kann ich genau sagen, Fresh Mint. Und das hat eine Maße 14, habe ich auch hier oben stehen. 14,8 mal 14,8, genau. Das setze ich gleich hier drauf. Dann habe ich, wie gesagt, von dem Designerpapier auch einen Zuschnitt gemacht. Das müssten genau 14,1 mal 14,1 sein, weil ich wollte den Rand ein bisschen mehr zur Geltung kommen lassen, weil da ist ja auch dieses so Mintton mit enthalten drin. Genau. Dann, ja, passend, das lag jetzt hier so rum. Passt es genau hier so in der Mitte drauf. Das wollte ich ungefähr so auflegen. Und dann habe ich mir gedacht, schau mal in diesen ganzen Stamp Club Sachen von Tonic Studios durch. Und ich habe hier, es tut mir auch leid, wenn manche Sachen nicht mehr vorrätig sind, aber ich denke mal, ihr habt von anderen Firmen, wie auch immer, irgendwelche identischen Sachen. Auf jeden Fall ist das hier mit so Schreibutensilien. Und hier hat man diese Abrisskante vom Block. So eine Stanze. Und das habe ich dann hier ja durchgestanzt. Das wollte ich später hier hintersetzen. Und ich muss gestehen, ich habe nichts, aber wirklich gar nichts, irgendwie zum Thema Einschulung, weil ich mich damit nie befasst habe. Genauso wie Geburt, sowas halt. Ich bin eher so der Geburtstags. Dankeschön, Mensch und wie auch immer. Gar nicht, ja, wie soll ich sagen, total ungewohnt für mich. Aber auch daraus habe ich, wie gesagt, meine Sachen quasi zusammengestellt. Dann habe ich gedacht, es gab mal das Kit 57, das ist noch gar nicht so lange her. Und da gab es in diesem Kit solche Häuser. Ein Weihnachtsset, das müsste glaube ich vom Jahr ungefähr rausgekommen sein. Und ja, da sind so Häuser und ich habe gedacht, daraus statt eine Weihnachtslandschaft mache ich daraus eine Schule. Genau, und da hat man dann auch so Fensterchen und kleine Dekoteilchen und so weiter und so fort. Das dazu. Und dann habe ich das Set hier genommen mit dem Eis, das nennt sich Delicious. Hier, Desserts, auch ein Stamp Club. Ich sage ja, wenn ihr
Tonic-Fan seid und ihr habt diese Tresorwochen nicht verpasst, dann habt ihr das bestimmt auch gekauft gehabt. Ich habe da ja auch schon mal ein Live darüber auch gemacht gehabt. Und ja, ich brauchte irgendwie so eine Schultüte. So, es ist warm. Ich habe gerade eben schon ja fast 2 Stunden Video gedreht oder 3 schon sogar. Und da gibt es so eine Waffel. Hier ist Innenleben und wie gesagt, da gibt es so eine Waffel und da habe ich gedacht, da mache ich jetzt die Schultüte raus. Genau, das habe ich so einmal ausgestanzt und dann halt zur Deko oben drauf. Und dann fehlte irgendwie noch so ein bisschen, und dann fehlte irgendwie noch ein bisschen Tüll. Also man hat ja da oben ja, ne, ist ja meistens aus Krepppapier. Und da dachte ich, aus diesem Set, wo war das jetzt? Genau, hier auch. Hier ist halt so eine Erdbeere. Ne? Und ich habe gedacht, so von dem Strom her würde das, denke ich mal, gut aussehen. Entweder nehme ich das. Mal gucken. Oder ich habe hier dieses Picknick-Party-Set. Da ist so Rasen. Und da habe ich mir was ausgestanzt. Und das setze Oder das setze ich dann dahinter, wie gesagt. Das kann man ja dann noch zurechtschneiden. Moment. So in etwa. Und dann schneide ich drunter. Ups. Dann schneide ich drunter rum und dann hat man halt dieses Geplüschte da oben dran. Genau. Und das ist so meine Idee. Ein Spruch weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Ich glaube, da, wie gesagt, da habe ich gar nichts. Und aber ich habe einen Drucker, da drucke ich mir jetzt gleich einen Text aus. Oder ich lasse es vielleicht auch textlos. Mal schauen. Dann kann meine Schwägerin da was reinschreiben. Geht ja auch. Mal gucken. Vielleicht mache ich noch ABC oder sowas als Deko noch dazu. Aber erstmal setze ich jetzt die Karte zusammen. Ich habe echt Nachholbedarf, was so Schule und sowas angeht. Ich habe da sonst wirklich nie irgendwie ja mit was zu tun gehabt. Ich habe keine Kinder. Und meine Neffen von meiner Schwesterseite, ja, die waren ja schon alle schon durch mit der Schule. Genau. Weil ich war damals 9 Jahre alt, wie ich Tante wurde. Also war das nichts. Da hat, wie gesagt, ich habe damit nichts zu tun gehabt. Und ja. So, das habe ich jetzt draufgesetzt. Dann wollte ich das hier nehmen. Das setze ich jetzt dahinter. Die Grundkarte kann so lange weg. Jetzt hier Kleber auf. Und das setze ich jetzt ja, so ein bisschen mittig auf. Und das klebe ich auch plan auf, direkt auf die Mattung hier. So. Das müsste passen. Denn ich habe ja auch hier noch die Strahler an und oh, ich sag, ich bin heute froh. Wir haben jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, wie spät. Ich kann mal eben schauen. 20 Uhr haben wir, genau. Und ich stehe hier immer noch. Zwischendurch habe ich auch gesessen natürlich und. Ja, wir haben hier gefühlte 34 Grad oder so. Nicht gefühlt, es sind 34 Grad. Für mich sind es gefühlt 40. Ja. So, jetzt kommen wir zum Haus. Da nehme ich zur Hilfe hier so eine Pinzette. Wir fangen mit dem Dach an. Setze ich jetzt hier drauf, aber erhöht. Die hier auch mal wegkommen. Bin aber jetzt auch gleich froh, wenn ich hier durch bin. Das macht nämlich nicht so wirklich viel Spaß.
Morgen nehme ich dafür frei, morgen ist der Sonntag. Setze ich so ein bisschen versetzt nach oben. Dann haben wir ja hier noch die Waffel. Ich habe manchmal eine an der Waffel. Wer noch? Aber so einfach kann man halt Elemente, wie gesagt, ja, umfunktionieren. Jetzt klebe ich das hier, glaube ich, noch drauf, weil das mit der Erdbeere finde ich jetzt nicht so schön. Ich habe jetzt hier also Vellumpapier. Ich gebe jetzt nur so ein bisschen Kleber auf. Das andere schneide ich dann rundherum ab. Also die Seiten. Bisschen abrunden, fällt das ein bisschen besser. Soll ja nur so ein bisschen andeuten. Wie gesagt, ich habe sowas jetzt absolut nicht gehabt. Den Spruch, den setze ich am besten hier hin. Genau, und da habe ich nämlich auch schon was ausgestanzt gehabt. Das werde ich nämlich dann in weiß hinterlegen. Genau, und das setze ich dann hier drauf. Genau. Ja, ich lege mir jetzt den Text, mal gucken, Schulkind oder sowas. Und dann bin ich gleich sofort wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, ging ruckzuck. Ja, ich habe mir jetzt hier so einen Text ausgedruckt. Hurra, endlich Schulkind. Genau, und das stanze ich jetzt oder schneide das jetzt zurecht, so wie ich das brauche. Ein bisschen stanze ich das aus. Genau. Mal gucken, finde ich hier noch irgendwie ein Quadrat oder so oder ein Rechteck. Und ich gehe zu den Basisstanzen. Ja, optimal. Ja, musste so sein. Jetzt habe ich dann natürlich Papier verschwendet, aber egal, das nutze ich auch gerne. Das ist ein Druckerpapier in der Stärke von 280 Gramm Natur. Und da koloriere ich auch gerne drauf, weil das eine glatte Oberfläche hat. Ist preisgünstig und kann ich wirklich empfehlen. Deswegen kein Abschnitt hier. Ich schneide das jetzt einmal hier grob aus. Das nehme ich dann zum Kolorieren von Stempel abdrücken oder auch für die Basiskarte nehme ich die auch gerne, da reißt nichts ein, aber habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Ich weiß gar nicht, für die große Schere ist so. Das setze ich jetzt hier drauf und stanze das jetzt einmal durch und schon habe ich das selbst entworfen quasi. Man braucht nicht immer Stempelsprüche, obwohl das immer schön ist, aber man kann das auch selber machen, wenn man halt einen Drucker hat. So, auch hier wieder zur Seite. Das muss ich bestimmt nochmal anpassen, aber wobei ich finde das gar nicht so schlimm, wenn das so ein bisschen schief ist. Das ist halt typisch Kind. Überlegen, wo setze ich das hin? Das möchte ich hier hin, vielleicht hier unten hin, genau. Das setze ich dann auch erhöht auf. Und nächste Woche drehe ich Weihnachtsvideos schon ab. Für Ende Juli. Was sein muss, muss sein, ne? Ja, das setze ich jetzt hier auch nochmal ein bisschen erhöht auf. Die Grundkarte.
andrücken. Jetzt tue ich noch ein bisschen Bling Bling drauf. Und dann ist die Karte schon fertig. Dann nehme ich jetzt, damit das für mich jetzt ein bisschen schneller geht, nehme ich jetzt hier solche Halb, also solche Strasssteine. Genau, ich nehme nämlich diese jetzt hier. Ich nehme jetzt hier die Punkte, die auch in dieser Farbe sind. Manchmal ist das so, dann passt das so, wie es passen sollte, ne? Da oben ist noch einer. Und hier unten auch, das steht dann zwar ein bisschen über, aber macht nichts. Ist ja handgemacht. So, habe ich davon auch mal ein bisschen was weg. Ja, und somit ist die Karte zur Einschulung fertig. Erst habe ich gedacht, boah, nee, wie soll ich das machen und so, ich habe doch gar nichts, ne? Aber durch ein bisschen rumsuchen und zusammenstellen von verschiedenen Schablonen, Sets, wie auch immer, kam dann diese Karte zustande. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Also, wenn ihr Häuser haben solltet, quasi für die Winterzeit, könnt ihr das gerne als Schulgebäude verwenden. Und ja, ist mal, glaube ich, etwas anderes. Ich habe das noch gar nicht so gesehen gehabt. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine schöne, angenehme Zeit und wir sehen uns im nächsten Video. Ich denke mal, dass wir dann die 600 geknackt haben, weil dann gibt es nämlich, wie gesagt, ein Special-Video. Denn es fehlt ja noch die dritte Parfümreihe und damit schließe ich quasi die 600 Abonnenten damit ab. Beziehungsweise diese Parfümreihe schließe ich damit ab und es gibt dann... Ja, lasst euch einfach überraschen, genau. ja, ich verabschiede mich dann von euch und sage dann bis bald. Tschüss, eure Melanie.